1 Ninja. Ach, Diggi. Ach, Diggi. Was geht ab? Meine sehr geehrten Schnuckis und Schnuckinis, wir befinden uns noch immer im wunderschönen Guatemala, in der Hauptstadt, in der Kapital. Hola, buenas tardes. Guatemala City. Die letzten 3 Stunden habe ich damit verbracht, Videos zu schneiden. Und jetzt ist es Zeit für einen Spaziergang. Wir befinden uns in der Zone Nummer 1. Habe ich erst vor kurzem realisiert. Alle immer erst so zu mir, hey Bro, Zone 1 und 3, Zone 1 und 3 sind die gefährlichsten. Wenn ich du wäre, würde ich da nicht hingehen. Was macht der Boy, Wano? Bucht sich erstmal ein Airbnb, genau in der Zone. Aber ich habe das halt echt nicht bewusst gemacht. Ich habe es voll nicht gecheckt. Dann heute mal intensiver auf die Map geguckt und dann erst realisiert, alles klar, wir sind hier in Zone 1. Deshalb müssen wir mal gucken jetzt hier, wie die Vibes sind. Buenas tardes. Buenas. Hola, buenas. Ja, das meinte ich. Fängt ja schon mal gut an. Also uniformierte Menschen auf jeden Fall am Start. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber auf jeden Fall einige Blechhütten hier. Ich bin mir nicht sicher, ob man das als Barrio bezeichnen darf und kann. Aber auf jeden Fall nicht gerade die wohlhabendste Gegend. Jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag so zu bieten hat. Buenas tardes. Was haben wir denn da? Das Ding ist, meine Priorität ist gerade mal wieder, wie soll es anders sein, was zu essen zu finden. Ich habe nämlich noch nichts gegessen und wir haben 3:15. Das heißt, es wird Zeit für ein Frühstück. Geile Karre. Was ist das? Ist das eine Rutsche, Digi? Oh, hier stinkt's. Hier ist einfach eine Rutsche. Was zum Henker? Wieso ist hier eine Rutsche? Ob man hier auch rutschen kann? Tatsächlich. Ui, 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 ui. Oh. Hola, buenas. Krasser Scheiß. Muss auf jeden Fall aufpassen, hier liegt überall Scheiße. Und ich würde behaupten, manche dieser Scheißbeutel, dieser Scheißhaufen, sind auch Menschenscheiße. Digga, hier stinkt es einfach so unfassbar sehr nach Scheiße. Hier muss irgendwo eine Kläranlage sein oder so. Oder ist es halt einfach so eine Gegend, wo viele Menschen auf der Straße leben und dort dann auch kacken. Richtig unangenehmer Duft hier. Okay, ja, ich hatte vielleicht recht. Aua. Ei, 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 ei. Alles klar. Jetzt sind wir auf den Bahngleisen. Junge, wo bin ich denn jetzt reingetreten? Ob hier überhaupt noch Züge fahren? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht.
Links wird Holz fabriziert. Hier kommen also die Europaletten her. Nichts. Wo bin ich? Hola, buenas. Ich habe das Gefühl, ich bin hier im Industriegebiet gelandet. Beziehungsweise auf einem Local Market. I'm hyped. Let's see. Was essen? I need some food. Hola, buenas. Buenas. Ahorita lo van a atender. Ah, okay. Está bien. ¿O sabes el precio? ¿A cuánto están? 10 quetzales. ¿10? Ajá. Ok. Prisa. ¿Cómo? Llevas prisa. Porque sobró una, dice. Sí, ¿cómo? Sobró un pan. Quiero solamente una, sí. ¿Qué es la pregunta? No estoy entendiendo. ¡Ari! Si lo quiere. Es que me pidieron dos panes, pero ya no quisieron una. Ah, ajá, entonces son dos tortas. Ajá. Acá me pidió con tomate y cebolla, pero yo le eché a una tomate y cebolla, el otro no. Si no, dame ese y prepárale como quiere él, vos. Para mí, con todo, sin mayonesa, sería la única ya cosa. Tiene ¿Ya tiene mayonesa? Ya, y lleva huevo. Ah, dame ese. Lleva huevo y me pidió con huevo. A la verga. Pero acá le dio los huevos, sí, yo no lo compré. Ah, tú me clavo. Me clavo, por favor. Entonces prepárale a él ahorita, bro. Ah, te quito. Ahí está, mira. Que te vaya bien. ¿Con todo, ¿eh? Sí, sin mayonesa. Ah, sí. Sino, con todo, sí, por favor. ¿Qué va a querer carbón? Chile no quiere. Hay picante también. ¿Qué es la? Sí, por favor. Sí. Sí. ¿Hay servilletas también? Ah, perfecto, amigo. A 10, ¿verdad? Ah, okay. Gracias. Que te vaya bien. So, it's showtime. Oh, wow. ¿Cuánto? ¿A cuánto están? A 5 y allá 2 por 15.
No, una está bien. Una, por favor. Claro que sí. Tengo de a 10. De a 10 y de a 5. Una de a 5, por favor. Vaya. ¿Qué es la diferencia? El tamaño. Ah, no. Una pequeña está bien. Por favor. ¿No la puedes abrir? Ah, claro que ¿la puede? Por favor, sí. Excelente. Aquí está. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Ich bräuchte eigentlich nur noch einen kleinen Spot zum Sitzen. Puedo? Gracias. War jetzt dumm, jetzt habe ich mich überkauft. Keine Hand frei. Riesenhunger. Let's go. Showtime. Oha. Oha, Mann, übergeil. Ah, buenas. ¿Acá? Acá. Ich bin mal wieder leicht überfordert hier. Hier ist so viel los. Ich will eigentlich nur in Ruhe essen. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Ihr habt gesehen, was drin ist. Hackfleisch, Schinken, Wurst, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Ei, Ketchup und grüne Soße. Oh. Schmeckt gut. Gracias, está bien. Soy italiano, pero vivo en Alemania. En Alemania. ¿Y vosotros de acá? Ajá. No, yo soy de acá, él es de Quiché. Ajá. ¿Cuándo? Pregunté. Okay. Ahorita he ido a varios lugares de acá, ¿no? Sí, un poquito de todo. El lago de Atitlán. Ajá. Poptún también. Un poquito de todo. Petén todavía, ¿no? Petén, Flores. Uh-huh. ¿También? Sí, sí. ¿Y así como ahora dónde se queda así? A El Salvador. Ah, como en dos días. ¿Se va? Uh-huh. ¿Y así anda? Al sur. Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo vino? Bastante. Dos, tres semanas, un poquito más, no sé. Adiós. Das war jetzt gerade echt eine Challenge. Schmeckt gut. Einfach nur beten, dass ich nicht wieder Lebensmittelvergiftung Nummer 7 bekomme. Alter Falter. Hola, buenas. Digga, was ist das hier? Buenas. Digga, sowas hast du noch nie gesehen. Ich bin gerade komplett sprachlos. Also die Kokosnuss schmeckt köstlich. Aber ich kotze trotzdem gleich.
Und hier fliegen so viele Sachen rum. Mein Strohhalm ist sicher infiziert. Kohleberg. Hola, buenas. Oh, Junge, Junge. Also wieder einmal ein kleiner Exkurs mit Lil Mofo in Wano. Ich bringe euch an die Orte, die ihr nirgends auf Google sehen werdet. Oder irgendwie im Reisebüro, wenn ihr eure Reise nach Guatemala bucht. Das zeigt euch keiner. Aber hier ist schon wieder Ende. Wir laufen da jetzt wieder rein. So unangenehm das auch war. Weil wir wollen ja noch mehr sehen. Wir wollen ja sehen, wie die Menschen hier wirklich leben und arbeiten. Buenas tardes.